Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf Weebler Games for You. Ich bin Soevo und wir machen weiter mit unserem Druiden-Deck in der Ladder. Sind jetzt auf Rang 24 aufgestiegen. Yay! Mit 2 Siegen in Folge. Mit dem nächsten müssten wir eigentlich den Bonusstern bekommen. Müsste nach jedem dritten Sieg sein. Mal schauen, ob wir es schaffen. Oh, einen anderen Level 25er Druide. Das wird ja toll. Okay, Zornklaue und Seher und eigentlich ist das ganz geil. 1, 2, 3, 4. Ich denke, das behalten wir mal. Weil letztendlich die Chance, dass wir 7er oder andere Karten bekommen, ist relativ hoch. 7, 6 und 5 und sowas. Ich denke, sind so ganz gut aufgestellt. Das ist die beste Map von allen her, weil man so viele Sachen kaputt machen kann. Ich liebe es. Na, da ist schon der erste 7, ne? Haben keinen 2-Drop, wir haben nur Zorn und das ist, ja, vergebene Liebesmühe. Ohne, dass er was auf dem Feld hat. Er hat wohl auch nichts. Er ist wohl auch ziemlich Endgame-mäßig eingestellt. So, und die Zweier, der Wächter wäre toll. Schade. Dann bleibt uns nichts anderes, weil den Heal will ich nicht spielen. So wirklich. Ich meine, wir könnten ihn spielen. Will ich aber jetzt nicht wirklich. Ich denke, der läuft dann eher auf irgendwas raus, was wir als nächstes ziehen werden. So, jetzt können wir ihn ohne weiteres spielen. Oder wir spielen die den Zorn für 1. Ich denke, Zorn für 1 ist cool. Dann können wir nächste Runde den Druiden spielen. So. Und den Zweier Spotter haben wir schon mal. Das ist nett. Gut. Wir haben noch keinen Mage gesehen, aber mittlerweile. Das ist ein bisschen seltsam. Ich hätte gedacht, da sind mehr Mages unterwegs. Jetzt bin ich ehrlich gesagt überlegen, ob wir den überhaupt spielen wollen als Fünfer. Könnten auch das hier machen. Coin und uns heilen. Ich denke, das ist cooler. So, machen wir das doch so. Dann haben wir die beiden 3-1er Charger schon mal weg. Und eigentlich hat es ihm nichts gebracht, weil wir immer noch fast voll sind. Das ist ganz gut für uns. Er hat aber auch 6 Handkarten noch. Und wir nur 7. Gut, wir haben nur eine auf dem Feld. Wir haben aber auch eine Karte mehr gezogen als er. Durch Zorn. Nächste Runde entweder Sylvanas oder den Druiden der Klaue. Beides gute Karten. Jetzt ist auf jeden Fall so unsere Zeit gekommen, die nächsten Züge. Oh, das ist schön. Da bin ich sogar ernsthaft gewillt, einen Spotter zu spielen. Könnten natürlich auch tot zaubern, aber in meiner Meinung lohnt sich das nicht. Angreifen will ich hier nicht. Das lohnt nicht. Gucken wir mal. Was er jetzt spielt. Ein Oger. Wer spielt denn Oger? Ja, willst du angreifen oder nicht? Nicht, okay. Interessant. Könnten mit dem und Klaue den Oger töten. Könnten ihn töten, den Oger am Leben lassen. Ich denke, wir können aber auch den hier spielen. Damit den töten. Vier und eins, das reicht nicht. Dann machen wir Damage auf ihn. Und gucken, was er als nächstes macht. Ich denke, das ist ein bisschen besser so.
Selbst wenn er jetzt einen Brankenhieb hätte, wäre es nicht weiter wild. Der hat er scheinbar aber auch. Er hat ein Sternenfeuer. Interessant. Ja, das ist nicht weiter schlimm. Okay. Dann machen wir das doch so. Spielen beide Clown. Töten den und spielen Sylvanas. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Gucken, was er jetzt bei 8 rausbringt. Also Sylvanas findet jetzt so ein bisschen, dass er Ragnaros und Co. spielen kann. Falls er sowas hat. Kurobashi. Interessant. Mit Buff. Noch interessanter. Silence wäre cool. Nein. Gut, dann machen wir das einfach so. Töten unsere Sylvanas und nehmen sein Vieh. Dankeschön. An dieser Stelle. Gucken, was er da dagegen selber zu bieten hat. Weil nett ist er ja schon mit seinen 4-9. Silence wahrscheinlich. Oder? Vielleicht auch nicht. Weil es wäre sehr offensichtlich, da den zu silenzen. Würde ich sagen. Er heilt. Und er heilt noch mehr. Das ist gut für uns. Okay. Können das hier machen. Das hier machen. Das machen. Und dann spielen wir den hier. Weil wir brauchen die Karten aktuell nicht. Und Heal genauso wenig. Deswegen spielen wir lieber den Irrtum des Krieges. Das macht mehr Sinn. Sternenfeuer. Alles klar. Dann mach's mal gut in Gobashi. Du hast trotzdem gute Arbeit geleistet. Okay. Oh, Netpegle ist cool. Sagen, dann machen wir das. Spielen Netpegle und Ragnaros. Und greifen ihn direkt an. Und hauen die 8 von Ragnaros auch noch in sein Gesicht. Gucken, ob wir auch noch eine Karte ziehen. Leider nicht. Guckt er mal nach Netpegle, der Gute kennt den wohl nicht. Dann gibt er sich geschlagen. Ja, denke, der hat einfach relativ gesehen weniger Karten als wir. Wir sind ab sofort in der Siegesträhne auf Rang 23. Ja, muss so weitergehen. Nächstes Match direkt. Es ist eigentlich ein bisschen lächerlich, dass wir das erste Match da verloren hatten. Aber da haben wir auch ein bisschen kacke gespielt, muss ich wirklich sagen. Jetzt läuft's ja. Ein Paladin. Oh, sehr schön. Die behalten wir so, die Hand. Wir haben den, den Spottgeber für den uralten Wächter und haben eine Killkarte und haben sogar noch einen Spottgeber gezogen. Was wollen wir mehr? Das ist halt extremst spottlastig, unser Deck jetzt. Aber ist ja auch ganz nett. Blödste Karte ist halt jetzt der uralte Wächter, nee, wie heißt der? Schwarze Ritter, den meinte ich. Ist jetzt das Blödste gegen uns, aber ich kann es den da gerne behalten. Macht mir nichts. Den 1, was sie weniger kosten, ist jetzt aktuell relativ egal, denke ich. Okay. Verleiht Gottes Schild. Interessant. Er spielt wohl so einen Buff-Deck irgendwie. So ein bisschen. Okay. Wie spielen wir das? Ich denke, wir müssen hier den Spot geben. Was anderes bleibt uns gar nicht. Bin ich mal gespannt, wie er das jetzt macht. Der kann jetzt schon einen 4-Drop spielen.
Aber halt auch immer nur Diener, das darf man nicht vergessen. Okay, das wird ein bisschen heftig, glaube ich. Der hat einen guten Start. Hier 2. Oh, das ist schön. Dann den machen wir so kaputt. Das machen wir so. Und das machen wir auch so kaputt, dass der Buffer weg ist. Und dann sieht das doch schon wieder ganz okay aus, auch wenn die Waffe noch draußen ist. Ich denke, da können wir nichts gegen machen. Weihe, das ist nicht schlimm. Wir haben ja immer noch unseren Spotter draußen. Mach, greift er wahrscheinlich noch an. Okay, da haben wir aber schön was rausgezogen draus aus der Karte. Ich denke, wir müssen was ein bisschen Präsenz zeigen, deswegen spiele ich ihn. Ihn angreifen bringt halt nichts, weil er auf einfach nur auf 2-1 geht und wir uns 2 zusätzliche Schaden nehmen würden. Dann machen wir lieber ihm den einen Schaden. Oh, ein Knife Juggler. Muss er ihn aber eigentlich töten, ansonsten würde das keinen Sinn ergeben. Muss er ihn tauschen. Oder, warte mal, vielleicht trifft er ihn ja. Das ist wahrscheinlich seine Hoffnung. Das tut er natürlich auch, dann kann er seine Waffenaufladung behalten. Ich würde sagen, wir ziehen Karten. Alles andere macht keinen Sinn. Der ist schön, perfekt. Sehr gut. Dann können wir nächste Runde den spielen, zusammen mit dem Argus-Champion. Oder ziehen eventuell noch mehr Karten, beziehungsweise heilen uns. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen ganz guten Stand. Brankenhieb wäre jetzt auch top, wenn wir den bekommen würden. Hoffentlich hat er nicht noch ein Schwert. Das wäre eklig. Kings, ach du fuck. Kings ist ganz widerlich. Das ist ganz widerlich. Urtum. Okay. Alles scheiße. Alles scheiße. Spiele ihn. Mal gucken, was passiert. Das Kings ist ein bisschen eklig für uns gerade. Hammer. Dann kann er ihn, glaube ich, mit den 2 Kleinen töten. Das wird sein Ziel wahrscheinlich sein. Weil vielleicht sogar nur mit einem ist wahrscheinlich seine Hoffnung gewesen. Die hat sich aber nicht bewahrheitet. Macht uns wieder 8 Schaden. Das Gute ist, dass wir noch einen Heal auf der Hand haben. Ist die Frage, wie spielen wir das? 6 und 2. 7 und... Ich denke, wir spielen ihn hier. Geben dem anderen mit Spott und töten den 1-1er weg. Was anderes bleibt uns nicht. Equality und Weihe reicht aktuell nicht. Da muss er trotzdem noch den Gottesschildkerl treffen. Das ist nicht weiter schlimm, dass er ihn runtersetzt. Okay. Gut, 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 gut. Sehr gut. Wenn er uns die Runde nicht tötet, das ist das Einzige, was ich im Prinzip erreichen wollte. Gottesschild hat er auch zum Brocken gebracht. Natürlich ein bisschen uncool, aber... 3. Wie machen wir das? Den machen wir auf jeden Fall kaputt. Heile ich mich? Könnte mit den beiden ihn töten. Angenommen, er kriegt den irgendwie nur mit ihm tot. Dann hätte er 12 Schaden. Ragnar was? Wir riskieren es. Spielen Ragnaros. Komm schon, trifft den Knife Juggler. Oh fuck! Er hätte einfach einen der Diener treffen müssen. So wird's heftig. Ja, das klappt noch nicht. Er hat uns trotzdem tot. Er hätte einfach einen der Diener treffen müssen, dann hätte es geklappt. Schade. Ich denke, das war zu riskant, denke ich. Wir hätten vielleicht wirklich heilen sollen. Oder den Spotter spielen sollen. Weil ich habe eigentlich
die Chancen, dass er einen der Diener trifft, weil er hat ja offensichtlich nichts mehr auf der Hand gehabt, war eigentlich relativ hoch. 3:1 eben. Schade, ey. Da haben wir uns zu sehr auf unser Glück verlassen. Das war ein bisschen blöd. Ah, ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber was soll's. Ist nicht derselbe. Naja, gut. Den will ich nicht. Den brauchen wir auch so früh nicht. Ich hätte lieber einen Zorn oder einen Peggle oder sowas. Okay, uralter Wächter ist okay. Ich denke, die Münze behalten wir. Für ihn hier. Oder sie. Paladin auf jeden Fall als Gegner. Das könnte auch wieder relativ schnell werden. Wir sind ein bisschen von dem Knife-Juggler in der letzten Runde kaputt gemacht worden. Weil wir keine Karte gezogen haben, um ihn zu töten. Kein Brankenhieb und nichts. Hätten wir mal einen Brankenhieb gezogen, wäre alles viel einfacher gewesen. Bup und bup. Wir spielen den jetzt. Ich habe es mir anders überlegt, weil ich davon ausgehe, dass er auch wieder relativ schnell spielen wird. Weil es die einzige Chance ist als Paladin an aktuell, denke ich, in dem Bereich. Und ich jetzt nicht unbedingt warten wollte. Auch wenn er jetzt so aktuell eigentlich nichts bringt. So wirklich. Das wäre schon mal gut. Das heißt, wir können, wenn wir nicht ziehen, trotzdem ihn einfach töten. Das machen wir auch. Das ist echt gut. Weil je besser wir ins Late Game kommen, umso eher ist die Chance, dass wir gewinnen da. Okay. Nochmal. Naja gut, soll mir recht sein, ne? Wir lösen uns momentan so gegenseitig ein bisschen auf. Aber wir haben halt wirklich starke Karten und ich kann mir nicht vorstellen, dass er so extrem starke Karten hat. Was kann er haben? Diese ganzen typischen Vierer-Paladin-Karten halt. Ja, echt Silber-Champion. In unser Gesicht. Okay. Wir könnten ihn silenzen, ja. Aber ich habe die Befürchtung, dass er irgendwie in Kings irgendwann spielt und das ein bisschen eklig wäre, wenn wir keinen Silence hätten. Oder irgendwie in Sylvanas oder sowas. Deswegen habe ich aktuell lieber den Silence für den Gegner parat. Okay. Okay. Schild ist mir relativ egal. Wenn ich ehrlich bin. Also wenn er jetzt ins Gesicht rennt, macht es mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Das macht mir ein bisschen Angst. Bring das mal zum Poppen, das Schild. Net Pegle. Gute Karte. Die will ich aber jetzt noch nicht spielen. Die hätte ich lieber hinter irgendeiner Art von Wall, die wir uns erst aufbauen müssen. Ich habe ihn angegriffen, weil er so auf 2-1 geht und wir entweder nächste Runde tauschen können oder mit der Heldenfähigkeit töten können. Das ist mir aktuell mehr wert. Oder er natürlich tauschen kann, da hätte ich auch nichts dagegen. Da ist das Kings. Dafür ist unser Silence. Melde mich zum Dienst. Wobei wir sogar Brankenhieb benutzen könnten. Ich denke, wir benutzen Brankenhieb. Wir machen das. Und spielen Ned Pegle. Gucken, was er jetzt als nächstes hat. Schade, dass er keine Karte gezogen hat.
weiß nicht, ich kann es euch mal zeigen, falls ihr die Karte gar nicht kennt. Am Ende eures Zuges besteht eine Chance von 50%, dass ihr eine Karte zieht. Lasst mich nachdenken. Ist halt mit 0-4 für 2 Mana echt gut, vor allem auch in einem Druidendeck, das mit so vielen Spottern unterwegs ist. Okay, ein Us hat er da. Melde mich zum Dienst. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal mit unserer Wall an. Das Ned Pegler, jetzt zieht er uns eine Karte, sehr schön. Damit wir ja, den Ned Pegler einfach beschützen können. Was soll er haben? Ein Equality vielleicht? Also alles auf einen HP setzen? Wäre wahrscheinlich so das Schlimmste. Das indiziert aber schon mal, dass er es nicht hat. Oder er ist dumm. Kann natürlich auch sein. Licht an, Licht an, Licht aus, Licht aus. Ja, komm schon. Frankenhieb ist jetzt ganz nett. Er ist gut aufgebaut für uns. Eine Weiher da. Die macht uns gar nichts. Die macht uns gar nichts. Ja, den kannst du nicht töten. Du Held. Deswegen habe ich die Wall ja aufgebaut. Eieieiei. Jagt da alle rein, also bringt unser Frankenhieb leider nichts mehr. Okay. Was soll denn da für ein Geheimnis zur Hölle liegen? Mal wieder zurück ins Leben rufen? Nee. Angriff ist es ja auch nicht. Greifen wir ihn mal an. Okay, es ist also. Ah, es ist ein Buße. Ein Auge um Auge. Also, dass er der Schaden auf mich rübergeht. Eieiei, was eine Scheißkarte. Die benutzt doch kein Mensch. Dann kann ich den. Hätte der. Die Karte nicht gehabt, eben die Buße, hätte ich gedacht, dass er ihn hier auf einen HP setzen liegen hat, weil es einziger übrig gewesen wäre. Und dann hätte ich ihn zum Beispiel nicht gespielt. Und da hat er wieder einen Fisch oder eine Karte an der Angel. Der gute Ned. Der zieht uns halt jetzt immer wieder Karten hinter unserer Town Wall. Heiliger Zorn, wenn du nicht tötest, ist es vergeudet. Hat er aber. Ein Weiher, kann er ihn töten, das ist blöd. Lässt sich aber leider nicht ändern. Ha, ihn kannst du nicht töten. Gucken, was er jetzt mischt. Eigentlich war es ziemlich blöd, der hätte erst mit dem 1-1er den Schild poppen sollen und dann die Weihe spielen, damit er schon mal auf 4 HP ist. Beziehungsweise auf 3 und nicht nur auf 4. Hat er ein bisschen versaubeutelt. Was spielen wir denn hier? Ich denke, Kiel ist ganz nett eigentlich. Karten brauchen wir nicht. Die Gerechtigkeit zum Sieg. Ja, passt doch. Er hat nur 3 Karten aufgeladen, wir 7. Ich denke, das gewinnen wir ganz klar hier. Nur eine Frage der Zeit. Nur eine Frage der Zeit. Und davon nimmt er sich sehr viel. Oh, ein Silence ist ja geil. Jetzt tut er mal ein bisschen rauspfeffern, habe ich das Gefühl. Macht aber nichts. Das hier. Das da. Und das hier. Und dann heilen wir uns einfach noch. Und sind wir ja fast voll. Uns fällt es sauber. Der hier bringt uns halt aktuell leider noch gar nichts, weil wir aus 18 Karten, die wir gezogen haben, noch keinen Spottgeber gezogen haben. Wir hätten ihn natürlich mittlerweile silenzen können, aber...
Da bin ich immer noch so ein bisschen abgeneigt von. Den können wir doch zum Beispiel silenzen jetzt. Das ginge doch. Ich muss das Land. Kann doch einfach zwei Schaden machen. Pop das Schild genauso. Dinkel rennt mit ihm rein. Finishen ihn hier damit. Finishen den weg, dass er keine Gelegenheit bekommt, einen Kings zu spielen. Gehen einfach auf absolute Nummer sicher hier in dem Spiel. Kann ja nicht schaden. 11 zu 14 Karten, also 11 reicht auch noch locker, um das Ding zu gewinnen. Wollen wir uns keine Gedanken machen. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Okay. Melde mich zum Dienst. Den schon mal weg. Dann hätte ich gerne die Karte gespielt. Den töten wir weg. Und den spielen wir aber als Charger. Machen wir dadurch ein bisschen Damage. Wie die alle auf 1 HP sind, ey. Krasser Scheiß. Ich hätte ihn vielleicht auf der anderen Seite spielen sollen, neben den 4-1er, der nicht angreifen kann, damit ich ihm dann Spot geben kann mit einem Argos-Champion zusammen. Rein theoretisch. Oh, wenn er jetzt einen Zauber hat, ist natürlich eklig. Kings wäre ganz blöd. Hat er aber nicht. Ja, dann machst du mal gut. Hallo Ragnaros. Hallo Duda. Ne, die spielen wir gar nicht. Töten einfach den weg und greifen direkt an. Dann müssten wir eigentlich haben gewonnen. Perfekt. Sehr gut. Haben wir das Game wieder gewonnen. Dann würde ich aber auch sagen, gucken wir nochmal kurz. Sind auf Rang 22. Aber ne, 23 sind wir immer noch. Ja. Machen wir an der Stelle wieder Schluss. Machen das nächste Mal da weiter. Bleibe ich wie immer fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.